Ja, herzlich willkommen bei der Juni-Ausgabe von Maultrommel TV. Wir sind da heute zu Gast in der neuen Maultrommel-Erlebniswelt der Familie Schwarz in Mollen und wir widmen uns heute dem kleinen Hosensack-Instrument, das unserer Sendung ihren Namen gibt. Ja, und im zweiten Beitrag widmen wir uns dem Thema Genuss. Wir besuchen den Daniel Bachleitner, den neuen Wirt zum Hochhaus in Storbach an der Steier, und da werden wir schauen, was er alles so für uns im Angebot hat. Mollen ist bekannt als die Welthauptstadt der Maultrommelerzeugung. Das kleine Hosensackinstrument wird seit Jahrhunderten hier hergestellt und rund um den Globus gehandelt. Zur Blütezeit fertigten über 30 Familienbetriebe die Maultrommeln in verschiedenen Größen. Schon von Weitem waren die Scheuertrommeln zu hören, die Tag und Nacht in Betrieb waren. Im Hause Schwarz werden seit 1679 Maultrommeln hergestellt. Das Familienunternehmen ist heute Österreichs letzter hauptberuflicher Maultrommelhersteller. Die Erzeugung ist moderner geworden. Um eine echte Mollner Maultrommel zu fertigen, braucht es trotzdem noch viel Gespür und echte Handwerkskunst. 2014 hat die UNESCO die Erzeugung der Mollner Maultrommel in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Doch wer hat das kleine Musikinstrument eigentlich erfunden? Der Mollen ist seit jeher das Zentrum der Maultrommel. Das Ganze geht zurück bis ins Jahr 1678. Damals war es Brauch und Sitte, wenn jemand zum Tode verurteilt war und kurz vor seiner Vollstreckung etwas erfunden hat, das zur damaligen Zeit noch nicht existiert hat, dann ist der oder demjenigen das Leben geschenkt worden. Und eine Frau namens Barbara, die wir heute noch als unsere Schutzpatronin, übrigens auch die Schutzpatronin der Bergleute, verehren. Und diese Barbara wurde als Hexe bezeichnet, sollte aufgrund dessen am Scheiterhaufen verbrannt werden. Und hat in ihrer Todesnot aus ganz einfachen und primitiven Materialien ein summendes Gebilde zusammengebastelt, hat dem Ganzen auch Töne entlocken können und sie ist daraufhin begnadigt worden. Und findige Handwerksburschen aus unserer Gegend haben das dann versucht, aus der Eisen- und stählernen Form zu erzeugen. Und es ist dann die Maultrommel geboren worden. Und ein Jahr später, 1679, ist die erstmalige urkundliche Erwähnung, es ist dann die Mollner Maultrommelmacherzunft gegründet worden. Früher ist das Ganze immer vom Vater auf den Sohn vererbt worden, mehr oder weniger. Und wir haben ja zwei Töchter, aber die umso tüchtiger sind. Und diese beiden Töchter werden den Betrieb in nächster Zeit übernehmen. Das ist quasi die 13. Generation, die Lisa und die Michaela. Und mit der jungen Unternehmerinnen-Generation kommt auch gleich eine innovative Produktserie auf den Markt. Mit trendigem Design präsentiert sich die Maultrommel aus dem Hause Schwarz im 21. Jahrhundert. Ja, Michaela, da liegen Sie jetzt die neuen Maultrommeln aus dem Hause Schwarz. Ich glaube, es ist eine absolute Weltneuheit. Was ist denn da so das Besondere dran? Erzähl ein wenig. Genau, Thomas, du hast das eh schon richtig gesagt. Also das ist wirklich eine Weltneuheit. Wie man gleich auf den ersten Blick eigentlich recht schön sehen kann, hat die neue Maultrommel oben eine geschlossene Form. Das heißt, diese zwei Schenkel, die zwei Bügel, können nicht mehr zusammengedrückt werden während dem Spielen. Und es macht es eigentlich so jedem sehr leicht, dieses Instrument zu spielen. Das heißt, das kann wirklich jeder spielen, das kann sogar ich spielen, oder? Ja, genau. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt gleich einmal aus. Ich bin überzeugt davon, dass du das auch spielen kannst. Thomas, man nimmt es zwischen Daumen und Zeigefinger, legt das Ganze ein bisschen zwischen den oberen und unteren Schneidezähnen an, gibt dann die Lippen leicht drauf und schwingt dann die Feder, eben dieses Mittelstück, und so erzeugt es den schönen Ton der Maultrommel. Probieren wir gleich mal. Ja, super. Nee, perfekt. Das genau. Erste Mal.
Unterschied genau. Zwischen Profi und Amateur. Aber kein großer Unterschied, du hast gleich einen Ton rausgebracht. Und da gibt es ja dann die Legende, dass die Maultrommel erotisierend wirkt. Stimmt das oder ist das eine Legende? Ja, also die Legende gibt es auch. Es gibt ja das Fensterl, glaube ich, das sagt dir auch was, Thomas. Ja, ja. Oder weiß ich nicht, ob es dir was sagt. Ich habe es nicht mehr gemacht, aber... Die Maultrommel ist ja früher mal für 2 Jahre kurz verboten worden, weil sie aufgrund ihres erotisierenden Klanges, da sind dann die Handwerksburschen zu den angebeteten Frauen gegangen, haben vorgespielt und auf das hinauf hat es halt sehr viele ledige Kinder gegeben. Aber wie gesagt, das ist wieder aufgehoben worden. Du bist ja eine Expertin in Sachen Maultrommel. Du hast ja, glaube ich, deine Masterarbeit sogar über die Maultrommel geschrieben. Um was ist da genau gegangen? Ja, genau. Also ich habe in Graz Betriebswirtschaft studiert, habe dann letztes Jahr im Juli mit dem Master of Science abgeschlossen. Und zwar ist es da auch um das Projekt Maultrommel Erlebniswelt gegangen. Ich lohne jeden herzlich ein, dass er sich das einmal anschaut. Es wird das Handwerk der Maultrommelmacher nochmal genau gezeigt, auch auf Original-Eichenstock, wie es mein Ur-Urgroßvater schon auf dem gearbeitet hat, der auch der letzte Zunftvorstand war, der Maultrommelmacher. Und wir haben versucht, die Geschichte von der Maultrommel zur Harmonika auf interessante und spannende Art und Weise in dieser Erlebniswelt unterzubringen. Die neue Maultrommel-Erlebniswelt in Molln ist das ideale Ausflugsziel für Vereine, Familien oder Gruppen ab 10 Personen. Das ist das Originalschweinerl vom Robert Lemke. Da war der Großvater zu Gast. Der ist damals mit seinem großen Eichenstock nach München gefahren, in die Studios gell. Und der Herr Lemke hat gesagt, Herr Schwarz, machen Sie uns bitte eine typische Handbewegung. Und da hat er eben zuerst diese Form der Maultrommel mit seinen Händen angedeutet. Das Rateteam hat sich ein bisschen ratlos angeschaut, gell? Und ich muss euch sagen, diese Schweinerl ist voll geworden. Das waren damals 5 Markstücke. Ja, und wir haben gesagt, wir müssen es jetzt ein bisschen verwahren da drinnen. Das ist nämlich jetzt unsere letzte eiserne Reserve. Bist du bei euch da im Hause fürs Marketing verantwortlich? Kann man sagen, wohin liefert ihr überall eure Maultrommel? Ich glaube, ziemlich in die ganze Welt, was ich weiß, gell? Genau, also sie werden heute noch in die ganze Welt geliefert eigentlich. Wirklich auf jedem Kontinent findet man eigentlich heutzutage auch noch die Schwarzmaultrommel. Und wie du richtig gesagt hast, also ich habe mich nach dem Abschluss meines Masters eben entschieden, in den Betrieb, in den elterlichen Betrieb einzusteigen, gemeinsam mit meiner Schwester, mit der Lisa. Die Lisa ist jüngste Harmonikamacherin und ich bin eben im Verkauf bei den Harmonikas und bei den Führungen bei der Maultrommel-Erlebniswelt und eben auch beim Marketing. Und da haben wir auch eine neue Maultrommel-Homepage kreiert, weil wir einfach wollen, dass dieses tolle Instrument und dieses alte Handwerk nicht ausstirbt. An die 100.000 Stück Maultrommeln verlassen jedes Jahr den Familienbetrieb Schwarz. Darunter auch spezielle handgestimmte Exemplare, die in der Volks- und Stubenmusik ebenso zum Einsatz kommen wie im Jazz und vielen Sparten der modernen Musik. Maultrommeln aus Meisterhand aus dem Hause Schwarz. Erleben Sie den Sound of Magic. Feuer und Licht bringen eine besondere Stimmung und Wärme in Ihren Garten. Entdecken Sie die Gartenkamine und Grills von Zündpunkt. Von der charmanten Feuerschale bis zum Holzkohlegrill. Pizza- und Brotbacköfen, Herd mit Feuerstelle und großem Grillrost oder den Edelstahl-Kombitisch, die grundsolide Basis für eine Outdoor-Küche vom Feinsten. Gemeinsames Grillen und Kochen auf offenem Feuer macht das ganze Jahr hindurch Spaß und gibt Ihren Gerichten ein unverwechselbares Aroma.
Appetit bekommen? Zündpunkt hat das Zeug dazu. In Leonstein ist der Wohnsinn daheim. Veras Schönheitssalon in Molln. Kosmetik für Damen und Herren. Perfektes Make-up auch für Bälle und Hochzeiten. Maniküre und Pediküre, falls gewünscht, auch gerne zu Hause. Paraffinbehandlungen bei Arthrose für geschmeidige Haut. Hotstones Körperbehandlungen. Ultraschallbehandlungen zur Stärkung des Gewebes. Algenbehandlungen zur Entschlackung für die Fettverbrennung gegen Zellulite. Permanent Make-up für verführerische Lippen und strahlende Augen. Wunderschön geformte Augenbrauen dank Microblading. Perfektes Augenbrauenstyling, die Alternative zu Permanent Make-up. Wimpernlifting, Schwung und Extravolumen für ausdrucksvolle Blicke. Rundum schön und gepflegt. Veras Schönheitssalon in Molln. Erleben Sie die Welt mit dem TUI Reisecenter Trinco. Südafrika, das reiche Land am Kap. Kommen Sie mit auf diese Traumreise in eines der spektakulärsten Länder dieser Erde. Erleben Sie die einmalige Tierwelt im Krüger Nationalpark. Wunderschöne Wälder, alte Weingüter, elegante Küstenorte entlang der berühmten Gartenroute, Kapstadt und das sagenumwobene Kap der Guten Hoffnung. Mittelmeer-Traumkreuzfahrt auf einem der modernsten Kreuzfahrtschiffe der Welt zu den schönsten Plätzen im westlichen Mittelmeer. Die Mein Schiff 2 bringt Sie von Palma de Mallorca nach Korsika, in die ewige Stadt Rom, die Cinque Terre, an die Côte d'Azur, zur Weltstadt Barcelona, nach Ibiza und zurück nach Palma. Diese Traumreisen werden garantiert durchgeführt und von Christian Trinco persönlich begleitet. Kommen Sie am besten gleich vorbei im TUI Reisecenter Trinco im Interspar in Steyr. Steinbach an der Steyr liegt malerisch am Fluss. Im Ortszentrum gleich neben der Kirche befindet sich der Kirchenwirt. Und das schon seit 1645. Daniel Bachleitner ist Wirt mit Leib und Seele. Er kaufte 2017 das legendäre Gasthaus, sanierte es von Grund auf und führt es seither gemeinsam mit Karin Hinterbichler unter dem neuen Namen Wirt zum Hochhaus. Ja, Prost Daniel. Prost Thomas. Du bist jetzt seit 2017 da jetzt der Wirt zum Hochhaus. Genau. Du bist aber eigentlich ein gelernter Fleischhauer. Wie hat sich denn das ergeben, dass du dann zum Wirt geworden bist? 2008 habe ich beim Stadinger in Nussbach die Lehre zum Fleischer gemacht. Ich habe dann währenddessen auch einen Fleischermeister in die Jahre dann noch nachgeholt. Ich habe mich in der Zwischenzeit schon ein wenig für die Gastronomie interessiert. Dann ist der Boss, der Dörfel Christian, persönlich zu mir gekommen und hat gesagt, na, der Kirchenwirt in Storbach sucht einen Nachfolger. Hast Storbach praktisch gerettet, kann man so sagen, oder? Weil das Zentrum hätte dann keinen Wirt mehr gehabt. Genau, ich glaube, für Storbach war das schlecht, wenn kein Wirt nicht da ist, wie man es auch eh oft bei anderen Gemeinden auch sieht. Wenn der Wirt im Ort nicht mehr da ist, stirbt der halbe die Ort aus. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Dieses Haus hat ja eine enorme Geschichte. Habe ich zuerst in der Speisekarte ein bisschen geblättert. Also du bist der wievielte Wirt jetzt? Genau, ich bin der 37. Wirt da in dem Haus. Und warum hast du jetzt Wirt zum Hochhaus? Das ist der Hausname, weil das Haus war das zweite Gebäude neben der Kirche. Und wenn man von unten von der Steyr aufgeschaut hat, hat es mit den 4 Etagen zur damaligen Zeit halt schon wie ein Hochhaus ausgeschaut und hat dadurch den Hausnamen gekriegt. Du bist also ein richtiges Traditionswirtshaus mit gut bürgerlicher Küche, kann man das so sagen, glaube ich. Gell? Jetzt muss ich ein wenig in den Speisekarten mal schauen, ein bisschen blättern, was es da gibt. Genau, gut bürgerliche Küche mit regionalen Zulieferern. Der Fleischhocker ist von der Gegend, der Bäcker, Kartoffeln habe ich vom Bauern, die Eier sind von einem regionalen Bauern. Der Fisch ist sogar von Storbach, weil da haben wir in Storbach einen
eigenen Saiblingshersteller. Mhm. Ich schaue wirklich, dass ich von der Umgebung wirklich regionale Küche anbieten kann. Also jeden Tag ein Menü, ein Tagesgericht, glaube ich? Genau, unter der Woche, Montag, Donnerstag und Freitag habe ich ein Tagesmenü. Da bei den Hauptspeisen sehe ich ja, also Bockhändl, Wiener Schnitzel, Kornblöge, gegrilltes allerlei Schweinsbratl. Also alles, was ich so in einem Wirtshaus mir vorstelle, dass ich gerne essen will. Wirklich guten Gulasch, auch vom Beistel haben wir wirklich alles, was da jetzt einen guten, gut bürgerlichen Wirtshaus vorstößt. Und in der Tageskarte probieren wir auch ein wenig Abwechslung einbringen. Da haben wir oft ein wenig italienische Gerichte, wie Saltimbocca gerade auch vom Kalb und diverse Sachen, damit man ein wenig Abwechslung auch irgendwie hat. Zum gutbürgerlichen Gasthaus gehören eine gemütlich eingerichtete Gaststube, ein Panoramastüberl mit herrlichem Ausblick auf das Steiertal und ein Saal für 100 Personen für alle Feiern und kleineren Hochzeiten. Daniel Bachleitner setzt als gelernter Fleischermeister auf frische und hochwertige Lebensmittel aus der Region. Und das schmeckt man. Der Wirt zum Hochhaus ist nicht nur ein beliebtes Speiselokal, sondern auch das Kommunikationszentrum im Dorf. Zahlreiche Stammtische und Vereine treffen sich hier regelmäßig. Du bist ja das richtiges Kommunikationszentrum da, kann man ja sagen. Gell? Du hast unzählige Vereine, du hast unzählige Veranstaltungen, du hast Taufen, Hochzeiten, bei dir spielt sich sehr viel, oder? Genau, bei mir trifft sich alles. Ich bin sehr froh, dass das mit den Vereinen so super klappt. Bei mir kommen die ganzen Sportvereine wie Tischtennis, Badminton, die ganzen Musikvereine, der Kirchenchor, Uno Sono, die muss ich selber. Mit der Feuerwehr arbeite ich auch ganz gut zusammen. Die kommen da relativ viel zu mir her, vor allem die Staubecker Feuerwehr und lassen den Wirt leben. Dann natürlich braucht man zum guten Essen, braucht man was Gutes zum Trinken. Ich habe jetzt ein gutes Weinangebot, habe ich da in der Karten auch gesehen. Und auch natürlich das Bier aus der Region, habe ich gesehen. Ickenberger Bier, das war mir ganz wichtig, dass ich da eine regionale Brauerei habe. Apropos Bier, wir haben gerade den 1. Mai gehabt, da ist ja wieder das Bier von dir aus dem Bierbrunnen Gruner. Genau. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Damals bei der Ortserneuerung ist die Wasserleitung vom Brunnen in den Keller von meinem Gebäude eingezogen worden. Und da brauche ich dann nur so gesehen die Wasserleitung anhängen und die Bierleitung wird angehängt. Dann gehe ich zum Brunnen und tue noch einen Zapfhahn anmontieren. Und dann kann ich ganz normal das Bier runterzapfen. Bei Hochzeiten beispielsweise kann man das gern als Fotoshooting dann auch hernehmen, wo man dann das Brautpaar selber dann das Bier zapfen kann. Und so ein Kappenpass ist dann auch ganz gut. Ja, apropos heiraten, da kommt jetzt eine ganz besondere Hochzeit auf uns zu im Steierdal, wo du ja die Hauptrolle spielst. Genau. Am 10. August darf ich dann meine Verlobte Karin darf ich dann heiraten. Ich freue mich schon irrsinnig drauf. Das wird ganz ein besonderer Moment da für mich dann. Und sie ist ja dann auch die Chefin in deinem Wirtshaus da praktisch. Sie arbeitet ja mit bei dir, gell? Genau, sie unterstützt mich, wo es noch geht. Ist immer für mich da. Und da habe ich die ideale Frau für mich getroffen. Der Wirt zum Hochhaus hat täglich außer Dienstag und Mittwoch geöffnet. Daniel Bachleitner und sein engagiertes Team freuen sich auf ihren Besuch. Jetzt habt ihr so viel über die Maultrommel erfahren. Wir sind stolz auf unsere Töchter, die was das weiterführen. Und wer jetzt Lust gekriegt hat, die Maultrommel zu erlernen, der kann gern zu uns kommen. Wir geben Kurse. Oder ihr könnt auf der Homepage unter www.maultrommel-schwarz.at nachschauen. Da gibt es Crashkurse. Zu einem ganz besonderen Gartenfest mit Kunst und Kulinarik lädt Romana Hörzing am Freitag, den 21. Juni von 14 bis 21 Uhr nach Molln ein. Unter dem Titel Sommerlaune und Gartenlust lädt die Künstlerin ihre Gäste in ihren stilvoll dekorierten Garten. Auf die Besucher warten Blumen von der Gärtnerei Bergmeier-Russmann, Keramik von Roswitha Pernausl, Knopfschmuck von Monika Weiß, Seifen von Traudi Schlager und Schmuckstücke von Goldschmiedin Andrea Mimler. Seminarbäuerin Erika Kerbel zeigt außerdem, was man aus Wiesenkräutern Köstliches zubereiten kann.
In Leonstein ist der Wohnsinn daheim. Bonissimo, das innovative Kassensystem aus Österreich für Gastronomie und Handel, setzt neue Standards. Die Kassen sind schnell und einfach bedienbar, individuell einstellbar, komplett netzwerkfähig und vielseitig kombinierbar. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet und passt sich jedem Bediener individuell an. Firmenchef Andreas Bachinger ist einer der führenden Entwickler von Registrierkassensystemen im deutschsprachigen Raum. Bonissimo, und die Kasse stimmt. Bringen Sie Farbe in Ihr Leben. In 20 Jahren hat die Malerei Plörsch hunderte Projekte in der Region für Privat- und Gewerbekunden erfolgreich umgesetzt. Individuelle Lösungsvorschläge, detailgenaue Planung und Facharbeit von Meisterhand machen den Steiertaler Handwerksbetrieb zum kompetenten Partner in allen Bereichen der Malerei und Fassadengestaltung. Lust auf Neues? Vereinbaren Sie am besten gleich Ihren Termin in der Malerei Plörsch in Grünburg. Das ist unsere hauseigene Apothekenpflegeserie der Nationalparkapotheke Mollen. Die Pflegeserie ist besonders hautverträglich und kommt ohne Parabene und Tierversuche aus. Sie bekommen diese Pflegeserie bei uns in der Nationalparkapotheke in Mollen und auf www.wirtschaftsteiertal.at. Wir fertigen einzigartige Massivholzbilderrahmen aus verschiedenen Holzarten in verschiedenen Größen zum Kaufen bei uns in der Tischlerei Bernecke in Klaus oder auf wirtschaftsteiertal.at. Alle Musikinstrumente, von der Blockflöte bis zur Gitarre und natürlich unsere handgefertigte Original-Kärntnerland-Harmonika, gibt es im Musikhaus Schwarz in Mollen und auf www.wirtschaftsteiertal.at. Das war die Juni-Ausgabe von Maultrommel TV. Unsere nächste Sendung erscheint im August. Alle bisherigen Sendungen gibt's wie immer auf www.wirtschaftsteiertal.at. Einschauen bringt's!